In diesem Video zeige ich euch das aktuelle Halloween-Merchandise hier im Disneyland Paris. Hallo meine lieben Touristen, wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem XXL Halloween Merchandise-Video. Und wir starten im Frontierland, denn hier gibt es das meiste Merchandise direkt hinter mir in diesem Frontierland-Shop gegenüber von Big Thunder Mountain. Da gehen wir jetzt rein, aber wir fangen erstmal draußen an, weil hier seht ihr auch schon was. Ich sage euch wie immer die Preise und würde sagen, wir gehen rein. Wir starten, wie gesagt, draußen mit diesem neuen Eimer. Der ist tatsächlich neu, weil letztes Jahr der hatte platte Ohren und jetzt hat er, also so, ist der von letztem Jahr. Und das ist der neue von diesem Jahr, der hat richtig feste Ohren. Der macht auch Musik, kostet 30 Euro, hat er letztes Jahr auch 30 gekostet? Auch 30. Und hinten steht Trick or Treat. Sieht eigentlich schon cool aus, muss ich sagen. Finde ich viel besser mit den dicken Ohren als mit den flachen. Mal gucken, vielleicht nehme ich ihn sogar mit. Mal sehen. Dann gibt es hier Baby Yoda im Kürbis für 27 Euro. Den gibt es natürlich auch noch von letztem Jahr. Der macht auch Musik. Ich weiß nicht, ob der andere Musik macht und leuchtet. Der kostet, wie gesagt, auch 30. Da steht auch I light up and I play music. Steht bei dem jetzt nicht. Ich denke mal, dass er nichts... Aber da sind Batterien drin. Doch. Irgendwas wird er tun. Schon cool. Überlege ich schon mal. Ansonsten gibt es hier draußen noch die Plüsch... Mickey und Minnie kosten 30 Euro. Einmal Mickey. Und ist das, oh, das ist beides Minnie? Minnie? Mickey? Ah, nein, das ist Minnie. Das ist Mickey mit dem Hut. Genau. So, jetzt gehen wir rein. Okay, wir gehen doch noch nicht rein. Hier gibt es noch den neuen Seifenblasenspender für 30 Euro. Der leuchtet auch. Und das Halloween-Kostüm für Kinder, für Mädchen. Für 50 Euro, das gab es aber jetzt die letzten Jahre auch schon. Machen wir weiter, hier gibt es auch ein Ursula-Kostüm für, ich würde sagen, bis 12 Jahre für 60 Euro. Das glitzert auf jeden Fall schön. Und es gibt noch ein Dr. Facilier-Kostüm für Kinder für 50 Euro. Dann gibt es hier diesen Maleficent-Drachen, den gab es letztes Jahr, glaube ich, schon, für 32 Euro. Und die Maleficent-Hutohren für 30, aber aktuell wäre es viel zu heiß. Ich muss mal ein bisschen höher schwenken. Und dann gibt es natürlich auch wieder Süßkram. Einmal hier die Willens-Zuckerwatte für, ich glaube, 5 Euro, 6 Euro. Dann dieser Lutscher für 4. Und Popcorn im Becher für, im Eimer für 7 Euro. Mit den Villains drauf. Jetzt hat irgendwie meine Kamera pausiert. Habe ich euch das Ornament gezeigt? Ich zeige euch das nochmal. Also, es gibt einmal diesen Schlüsselanhänger für 7 Euro. Den gab es aber schon seit Jahren. Immer mal wieder. Und das Ornament, ich habe eben gesagt Ornament, aber es ist tatsächlich nur ein Ornament für 20 Euro. Mit Tick, Trick und Track. Hier unten gibt es Pins. Die Halloween-Pins kosten 20 Euro im Viererpack. Und es gibt auch noch Stitch in diesem coolen Skelett als Schlüsselanhänger für 7. Und dann geht es hier weiter mit dem Pulli. Dem Hoodie für 60 Euro. Ich weiß nicht, ob da was hinten drauf steht. Nee, sieht nicht so aus. Dann gibt es den Loungefly. Gibt es ja auch bei Shop Disney. Für eine Hand. 90 Euro. Dann gibt es ein Hemd für 60 im Batik-Look mit dem Mond und hier vorne ist Mickey drauf. Hinten ist nichts. Die Ohren, die sind ja, gab es glaube ich bei Shop Disney nicht, die sind aus Amerika. Ich muss sagen, bin ich so begeistert von denen. Die glowen aber in the dark und kosten bestimmt 30. Ich finde gerade keinen Preis. Preis. Ne, 25 sogar. Okay. Dann gibt es den Spirit Jersey und ich glaube, das ist der erste Halloween Disneyland Paris Spirit Jersey, wo auch Disneyland Paris hinten drauf steht. Ja,
Ich habe den aber schon mit dem Happy Halloween Aufzug von Shop Disney. Kostet hier 80 Euro. Hätte ich schon gerne mit dem, das ist ein Paris-Schriftzug, aber egal, habe ich jetzt den anderen. Die Plüschisch habe ich euch gezeigt, hier gibt es noch Stitch als Plüschi. Ich nehme den mal hier aus dem Wagen raus. Sieht so aus und kostet 35 Euro. Genau, den Bubble Wand habe ich euch gezeigt, die Plüschisch habe ich euch gezeigt. Gibt es hier noch ein Kinder-T-Shirt für 18 Euro. Sieht so aus. Und ein Kinder-Hoodie für 40 Euro. Dann geht es weiter hier mit Süßigkeiten. Es gibt Gummibärchen für 5 Euro. Es gibt, ich glaube, das ist so Schokolade, ja, für, läuft auf jeden Fall nächstes Jahr erst ab für 7. War ganz schön teuer. Kostet ja eine Schokolade 1 Euro. Dann gibt es Augen für 3. Und Nudeln, Happy Halloween Nudeln, die sind cool mit dem neuen Design, kosten 5 Euro. Und so sehen die Nudeln aus. Mini. Dann gibt es hier auch den Teelichthalter, den gab es ja auch sonst immer bei Shop Disney. Kostet, oh Gott, ist das mal so gut versteckt. 20 Euro, ich habe es geschafft, das war ein bisschen ein harter Kampf. Genau, dann gibt es hier dieses Hundekostüm für 35 Euro. Dann gibt es hier diese kleinen Light-Up-Kürbisse, die gab es auch bei Shop Disney. Die kann man dann durch, wenn man sie so gegen unten gegen Haut anzünden, in verschiedenen Farben, kosten hier auch 25 Euro, habe ich ja von Shop Disney. Dann gibt es eine Decke. Gut, gucken. Sieht so aus. Und kostet 60 Euro. Eieiei. Dann gibt es einen Countdown, wie immer. Aber der ist von, haben sie recycelt, von 2022. Ja, sieht so aus und kostet 59 Euro. Dann gibt es eine Tasse, die gab es auch schon letztes Jahr, die habe ich auch schon zu Hause, die finde ich richtig süß. Kostet 13 Euro. Und es gibt aber eine neue Tasse aus der neuen Kollektion. Sieht aus wie der AM draußen für 22. Was auch süß. Finde ich. Ich muss aber echt, muss mich mit Tassen echt zurückhalten. Ich habe jetzt drei Schränke voll, aber drei Reihen in meinem Schrank voll mit Tassen. Aber die gibt es auch noch. Trick or Treat, Happy Halloween, Disney in Paris für 17 Euro. Ach, und die, die macht, kriegt eine andere Farbe, wenn man heißes Wasser reinmacht. Aber dann ist sie nicht Spülmaschine geeignet, also schon mal nichts raus bei mir. Dann gibt es hier die kleinen Trick or Treat Eimer. Für 7 Euro mit Schoki drin. Also das lohnt sich ja dann mehr, das hier zu kaufen mit Schoki, als diese andere Schoki. Ja, ich habe schon ein bisschen Schweizerdeutsch angenommen. Hier gibt es einen Schoki-Lutscher mit Mickey für 4 Euro. Eigentlich ganz cool für mein Outfit morgen. Gibt es da noch welche? Ne, ist anscheinend der letzte drin. Dann gibt es hier noch Marshmallow. Für 5 Euro. Kleines Pop, Bio-Popcorn sogar steht hier drauf. Popcorn, Sweet Popcorn, genau, für 6 Euro. Aber wie gesagt, Bio. Und es gibt Lutscher für 6 Euro. Das habe ich euch gezeigt, oder? Es gibt noch einen anderen Zuckerwatte-Eimer. Hier den. Für 6 Euro. Das habe ich euch gezeigt. Da vorne gibt es noch ein bisschen was mit Stitch. Sorry. Einmal das Stitch-T-Shirt, das gab es aber auch schon vor Jahren für 23. Es leuchtet auch im Dunkeln, sieht man so ein bisschen, wenn man das hier so hält. Und dasselbe auch für Kids. Also ihr könnt im Partner-Look rumlaufen für 18 Euro. Baby Yoda habe ich euch gezeigt, Stitch habe ich euch gezeigt. Ja, machen wir weiter noch mit ein paar Villains-Sachen. Gibt es natürlich auch. Hier eine Maleficent-Tasse. Ist das dieselbe Kollektion wie mit Ursula? Weil ich habe die Ursula-Tasse. Ich glaube schon. Die finde ich echt cool. Muss ich mal gucken. Kostet 17 Euro.
Wie gesagt, ich habe die Ursula-Tasse zu Hause. Ist das Spülmaschine? Nein, ist nicht spülmaschinenfest. Dann ist es nicht kompatibel mit mir. Dann gibt es auch noch die Evil Queen-Tasse. Für 19. Ja, nochmal Maleficent. Aber die ist jetzt nicht wirklich super neu. Die gab es jetzt auch im Jahr, glaube ich, durch das Jahr hinweg 13. Und eine Coco-Tasse für 19. Gibt es hier auch so ein Buch. Mit Rezepten ist es, glaube ich, genau, für 25. Und hier nochmal ein Buch. Ich verstehe es halt nicht, ne? Das war auch irgendwas mit Rezepten. Für 25 Euro. Und es gibt auch die Villains-Figuren. Ihr habt die Cruella, Maleficent für 70 Euro und auch die Evil Queen. Ja, und Jack Skeleton Sachen gibt es natürlich auch. Hier diese Figur. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Da ist was abgefallen. Das war ich nicht. 29 Euro. Das war ich nicht. Das war schon abgefallen. Ich weiß aber nicht, was es war. Dann dieses, was ist das? Ist das eine Tasche? Tasse? Ist das ein Kelch? Kostet 27. Oh Gott. Eine Oogie Boogie Tasse. Kostet 22. Dann gibt es hier noch eine Jack Skeleton Schüssel. Für 11. Und eine Tasse. Für 13. Also die passende Tasse zur Schüssel. Und eine Trinkflasche. 25. Oh, cool. Salz und Pfeffer. Lipbalm. Ich dachte schon Salz und Pfeffer. Aber es ist ein Lipbalm-Duo. Aber auch ganz süß. Für 14 Euro. Dann gibt es hier Badezusatz von Jack Skeleton. Ist das dann auch schwarz? Weiß man das? 7 Euro. Und da unten gibt es Badfizzle. So Badebomben von Mad Beauty für 14. Und hier gibt es eine Eyeshadow-Palette. Machen wir die mal auf. Sieht so aus. Und kostet 12 Euro. Und dann gibt es hier noch Figuren. Was ist das? Ah, ein Teelichthalter, glaube ich. Ja, ein Teelichthalter. 20 Euro, habe ich so auch noch nie gesehen. Dann gibt es hier eine Jack Skeleton-Figur. Oh Gott. So was anzuheben macht mir immer ein bisschen Angst. Ich finde jetzt keinen Preis zu. Hier auch eine Figur. Da kann man irgendwie am Hintern drehen. Ja, der macht irgendwas. Er gibt auf jeden Fall Geräusche von sich. Hat auch Batterien. Aha. Dann gibt es einen Türkranz. Naja, schön ist anders, aber der macht auch irgendwelche Geräusche. Was kostet er denn? Oh Gott, 60 Euro. Ich hänge ihn lieber mal wieder auf. Aber wie gesagt, er macht auch irgendwas Cooles. Dann gibt es hier noch die Puppe. Ist das eine Schulterpuppe? Ich glaube schon, oder? Nee, da ist auf jeden Fall kein Magnet dabei. Hier dieses Ding, ich kenne ihren Namen alle nicht. Ich kenne nur Jack und Sally. Ah doch, ist doch eine Schulterpuppe. Die ist neu, aber die mag ich nicht. Die kaufe ich nicht. Ich habe zwar hier, wie heißt der von 20 Euro? Von Jack Skeleton, dieser Hund. Zero, den habe ich als Schulterpuppe. Den finde ich süß. Was kostet das T-Shirt? Ich finde keinen Preis. Ah, doch, da. 23 Euro. Dann gibt es schon Wintermützen, aktuell nicht notwendig, für 20 und auch Handschuhe für 17. Hier noch ein T-Shirt für 23. Einmal ein Hemd für 60. Dann gibt es auch diese Jack Skeleton Ohren, die sind auch neu. Kosten 25, genau, da steht's. Ein Hoodie für 60 Euro. Einen Loungefly, sind zusammengebunden für 90 Euro. Der hat so eine hohle Optik. Kann man das sehen? Noch ein T-Shirt für 36. Und eine Flattermanschette, wie Daniel sagen würde, für 60 Euro.
mit Jack und Sally. Sagt aktuell auch nicht notwendig bei dem Wetter. Noch so ein T-Shirt, gestreift für 40 Euro. Und jetzt gibt es noch ein paar Kindersachen. 18 Euro, so mit Pailletten, aber nicht Wendepailletten. Einen Hoodie für 39. Eine Bomberjacke für 45. 30 Euro für das Langarm-Shirt. 18 für das T-Shirt. 25 für das T-Shirt. Und dann gibt es noch ein paar Babysachen. 18 Euro für das, das leuchtet auch im dunklen Mai. Little Nightmare, das ist echt ganz witzig, muss ich sagen. Dann gibt es hier diesen komischen Hut wieder. Für 23. Und hier ist noch so ein Strampler für 25 Euro. Im Emporium gibt es auch noch weiteres Halloween-Merch für Kinder. Zum Beispiel das T-Shirt hier für 25 Euro. Den Hoodie, ich weiß gar nicht, ob es den jetzt auch noch in einem anderen Laden gab, für 40. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Das steht hinten drauf. Und ansonsten, das Groot-T-Shirt habe ich auch online gesehen. Sehr süß. Kostet 30 Euro. Ansonsten, die anderen Sachen gab es auch im Frontierland. Ich habe euch ja schon das Maleficent-Kostüm gezeigt. Ne, das Ursula habe ich euch gezeigt. Genau, es gibt aber auch Maleficent. Für Teenies, junge Erwachsene, 60 Euro. Und auch Cruella, auch 60 Euro. Sind schon teuer, die Kostüme. Passend zur Halloween-Season gibt es natürlich auch Pins. Seht ihr hier, mit Grinsekatze und der Gang. Kosten? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. €20 das Set. Im Emporium gibt es noch mehr Halloween-Pins, und zwar hier Chip and Dale. Es gibt auch das neue Lanyard. Kostet 13 Euro. Dann gibt es hier auch Mickey. Mickey mit Kürbisangst. Die Grinsekatze. Die böse Hexe. Das habe ich euch gezeigt. Hier Maleficent, Ursula. Und hier gibt es nochmal. Das ist das Set. Genau. Ich war ja Anfang Oktober jetzt hier zum Halloween-Start. Es kann natürlich sein, dass sich das Merch jetzt mal ändert, weniger wird. Aber das war das Merchandise zum Halloween-Start. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.